Willkommen zurück mit ganz viel Entspannungsmusik bei einem sehr aufwühlenden Spiel. Das ist so der Kontrast, den ich brauche, um Höchstleistungen zu bringen. So ist das schön. Ja, da habe ich sogar noch getötet, aber er konnte noch einen letzten Todesschuss herausbringen. Diese Splitter sind echt am nervigsten. Und die weichen immer so gut aus. Das ist auch schade. 24 Energy, also Shield, geht in Ordnung, denn der wartet ja noch ein bisschen. Also mich. Wieso versteckt er sich? Hoffentlich spawnen da keine. Sieht man da was? Nö. Und an sich weicht er doch von der anderen Seite. Aber vielleicht muss ich dahin. Wobei, normalerweise muss man immer durch die blaue Tür. Aber nur für die gelbe Cartridge, die es hier ja nicht gibt. Also es könnte interessant werden. Ich glaube, da muss ich gar nicht hin. Ich hätte einfach auf den Bot gucken sollen. Der hätte mir einfach gesagt, wo es lang geht. Aber wir gucken uns mal ein bisschen hier um. Und außerdem müssen wir hier auch noch... Was? Wo? Wer schießt denn da? Wir müssen ja ein Secret-Level finden in diesem Level. Das letzte überhaupt im Spiel. Das kann sich ja irgendwo hier auch noch befinden. Ich glaube, bisher waren die alle nicht so gut versteckt. Ich meine, ich hatte die alle alleine gefunden. Da oben noch was, ne? Ist das jetzt auf der anderen Seite, wo der blaue Schlüssel war? Nee, der war ganz woanders. Der war hier. Ja. Das ist doch da. Ja, eventuell ist es da sogar. Oh nein, der lässt ihn der Splitter übrig. Das ist, glaube ich, der einzige Name von Gegnern, den ich mir merken kann, weil der recht passend ist. In meiner Vorstellung. Ich möchte einfach einmal abschießen den Gegner und selber nicht getroffen werden. Das scheint nicht möglich. Die mit ihren bösen Concussions, Erschütterungsgeschossen. Ich habe keine Chance, wenn ich schieße. Die schießen jetzt schon. Da bin ich überhaupt nicht mal in Greifweite. Ich gehe sofort weg, nachdem ich einmal geschossen habe. Jetzt zurück. Was ist denn da jetzt los? Was haben die denn jetzt für Probleme? Was? Wo kommen die her? Da gehe ich direkt mal zurück. Ah, die kommen immer. Ach, na gut. Das ist eine Tür, die geheim war, die einfach halt aufgeht. Gut. Dann ergibt das Sinn, dann ist das jetzt schon offen. Die warten halt gerade noch. Ja gut, mit ein bisschen Gauss werde ich da auch wieder rauskommen. Das sind ja nur kleine Splitter. Da muss ich mich aber erstmal jetzt hier um den kümmern. Haben sogar erwischt. Wenn ich das jetzt mal überleben würde, ich würde gerne mittendrin speichern. Ah, ich habe 23. Wie viel habe ich verloren? Ich hatte doch 30 gerade, glaube ich. 29. Das kriege ich besser hin. Manchmal schießen sie gar nicht. So gefällt mir das. Aber dann wieder... Dann wollen sie doch. Dann ahnen sie es schon, weil sie merken, sie kriegen das direkt angezeigt, wenn ich lade. Und schießen dann erstmal vorsorglich direkt gegen die Wand. Bong. Gegen die Waffe. Ich glaube, das ist das zweite neue Lied, was ich bekommen habe. Mann, oh. Jedenfalls haben wir das auch noch nicht gehört. Speichern. Speichern. Ja, wieso schießt er denn plötzlich doch? Ich würde ihn einfach killen, bevor er noch eine abschießen kann, aber er schafft dann immer noch. Und wie gesagt, wenn ich lade, merkt das sofort. Das ist auch nicht gut, wenn er mich verfolgt. Aber allzu agil scheint er eh nicht zu sein. Moment, der hat mich nicht richtig erwischt. Aber jetzt, der schießt auch irgendwie 20 Raketen auf einmal nach mir. Er hält nicht viel aus, aber doch genug, dass es nicht unbedingt immer klappt mit einer Salve. Vielleicht sollte ich erst wechseln und dann meine Deckung verlassen.
Aber Gauss ist da auch nicht entscheidend stärker. Das ist immer ein Quad-Laser, der sollte auch mal irgendwie was bringen. Sekunde mal, ich hab da noch Concussions. Die benutze ich so selten. Wieso kommen die jetzt doch von da schon? Ich dachte, die lassen mir noch ein bisschen Zeit. Da muss ich mich doch um die erst kümmern. Schade. Aber die sind ja unspawnbar hier. Da ist kein Spawner. Die möchten einfach nur einmal. Riesige Falle. Einmal möchten die nur gekillt werden. Oh, tot. Wahrscheinlich kommt gleich der andere von rechts. Sowas mag ich halt gar nicht. Von beiden Seiten eingekesselt zu werden. Das ist aber in diesem Level anscheinend gang und gäbe. Da kann man einfach in die Luft schießen. Irgendwas trifft man auf jeden Fall. Oh, das war an sich sehr effizient. Ne, wird schwindelig. Also ich würde nicht in so einem Splitter fliegen wollen. Da ist auf jeden Fall ein Clocking Device. Hat er mich doch mal erwischt. Die haben ja gefühlt genauso einen starken Schuss wie ein Hulk. Und sind zudem noch wesentlich wendiger und schlechter zu erwischen. Also der gefährlichste Gegner überhaupt. Ich muss einfach nur einmal noch richtig treffen. Ist doch nicht so schwer, ich hab's doch die ganze Zeit auch geschafft. Da ist er tot, aber er hat mich leider nochmal empfindlich getroffen. Das gibt's doch nicht, der ist zu stark für mich. Das gibt's einfach nicht. Gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht bei Vox. Gibt's Vox immer noch? Aha. Es gibt den Fernseher immer noch, das ist das Schlimme. Immerhin der Ziefpot ist gestorben. Das ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis, auch wenn es schon eine Weile her ist. Manchmal muss man sich eben an vergangenen Erfolgen ergötzen und wieder aufbauen. Jetzt kann ich vielleicht ja mal wieder in die blaue Tür rein. Das wäre schön. Jetzt bin ich verwirrt. Wie war richtig rum? Wie war Wuschel? Hä? Flieg einfach mal rein, dann kriege ich schon Orientierung wieder. Genau so rum war das. Dann ist hier jetzt. Aha. So wollte ich das wissen. Jetzt will ich den noch gerne killen. Brauche ich dafür unbedingt das Clocking Device? Ich kann es ja nutzen. Bin gespannt, ob ich das Secret Level noch finde. Jetzt ist der, glaube ich, auch viel leichter zu erledigen irgendwie. Jetzt mit dem Erfolg im Nacken kommt eines. Jetzt ist natürlich die Tür zu. Kann ich schlecht fliehen. Wie viele kommen denn da raus? 4 Stück. Das ist doch eine Falle. So, ich habe nichts verloren an Shield, also ist das sehr gut. Stellt euch mal vor, ich hätte keinen Gauss. Mal gucken, was ich mache, wenn ich die echt verliere. Die restliche Munition. Aus Versehen fallen lasse oder vielleicht auch einfach verbrauche. So mag ich das. Ach, ich bin ja cloaked gewesen. Dann habe ich ja Glück gehabt. Deswegen ging das so leicht. Ich habe mich ganz gefragt, warum ist das jetzt so leicht gewesen? Aber jetzt ergibt das auch Sinn. Was macht dieser Schalter? Hoffentlich was Gutes, sonst war das alles für die Katz, hier rein zu fliegen. Walls opened. Ich weiß nicht, was für Walls mal wieder. Man kriegt das nie gesagt. Das ist halt echt das Nervige. Ich weiß nicht, ob mir jemals ein Schalter schon wirklich was gebracht hat, weil ich das nie gecheckt habe, worum es eigentlich ging. Hier nicht. Ich hoffe ja sehr, dass das anhaltend ist. Also die Walls open bleiben. Meines Wissens müsste es das. Ich gehe jetzt dem einfach hinterher. Ich würde gerne im Moment erst nochmal meine Energy aufladen. Das war doch auch hier. Energy aufladen. Habe ich nämlich schon gefunden. Jawohl. Perfekt. Dann ist nämlich alles schon wesentlich günstiger. Da muss ich nicht dauernd zwingend Gauss verwenden, auch wenn ich es trotzdem mache. Wo kommt der denn jetzt her? Keine Ahnung.
Dann lade ich nochmal auf. Wahrscheinlich brauche ich gegen den eh wieder Ghost. Aber ich speichere hier neu und dann kümmern wir uns um den gleich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.